Hier könnten wir. Haben wir doch was in der Bibliothek übersehen? Irgendwo müsste doch der Schlüssel sein. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir hier nicht mehr hochkommen. Ich speichere einfach mal auf dem dritten Spielstand ab. So. Runter geht es sehr gut. Vielleicht ist ja jetzt ein Schalter verfügbar geworden, weil man alle Gegner getötet hat. Die Fokussuche ist so ein bisschen. Erwache dem dem Ziel Ziel entgegen. entgegen. Die Fokussuche ist so ein bisschen anstrengend, so ein bisschen seltsam. Und, ja, ich weiß nicht, also. Da passieren manchmal seltsame Sachen. Ihr habt das gesehen bei der einen. Bei diesem einen Moment, wo wir in der einen Burg waren, dieser Klosterruine, und auf einmal stand der Troll da, der vorher nicht da war und so. Alles ein bisschen seltsam, aber auch nicht schlimm. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Schalter, den wir übersehen haben. Hab hier. Also ich würde ja als Programmierer, wenn ich schon irgendwie den Hinweis gebe, dass in der Bibliothek vielleicht was ist, würde ich ja einen Schalter hier irgendwo verstecken. Und ihr sagt euch wahrscheinlich: Mensch, Bernhard, ist doch ganz klar, wo du hin musst. Mach doch jetzt hier endlich hinne. Und ich denke mir nur: Ich weiß aber nicht, wohin. Tja. Oder liegt da irgendwo oben was drauf, so wie bei Zelda oder so? A Link to the Past. Kennt ihr die Szene noch, wo man so gegen so ein Haus, so ein Dings rennt und dann fällt so ein Buch runter, das Buch von Mordora oder so. Wenn ich mich richtig erinnere. Mal gucken, vielleicht kann man mit da. Nee. Auch mit so ein bisschen Kameraschummeln sieht man, dass dahinter nichts ist. Hier ist nichts. Und hier? Auch nichts. Hab ich denn irgendwie die Truhe nicht ordentlich ausgeräumt? Doch. Da ist guter Rat natürlich mal wieder teuer. Ob eine der Harpien was dabei hat? Ich meine, die können nicht erwarten, dass man hier jede Harpie ausnimmt. Höchst mysteriös. Na gut. Glücklicherweise brauchen wir diese Urkunde nicht, denn wir kommen auch an den Fokus ran ohne Urkunde. Allerdings hätte ich Lester ja gern geholfen. Nun ja, vielleicht wird sich das noch im Laufe der Zeit klären. Dann kommen wir hier einfach zurück. Bis dorthin nutzen wir einen Zauber, den wir mal vor Ewigkeiten gekauft haben. Und ich habe mich genau daran erinnert, dass wir ihn an dieser Stelle brauchen. Wir nutzen nämlich den Telekinese-Zauber. Dann komm mal her, Alter. Seht ihr, da fängt er an zu schweben und bewegt sich langsam, aber sicher auf uns zu. Großartig. Jetzt liegt er da irgendwo unten und wir können ihn einsammeln, aber Lester helfen Erwache konnten wir da nicht. dem Ziel entgegen. Wir könnten noch mal im Erdgeschoss gucken. Da müssen wir ja eh hin. Vielleicht löst sich das Rätsel dann doch noch mal. Aber ansonsten, Lester, tut es mir sehr leid, sehr leid für diesen Moment. Dann können wir dir erstmal nicht weiterhelfen. Also wieder frisch runtergeklettert. Lalala. So, hier ist ja auch noch so ein bisschen Bibliothek, ne? Diese ganzen Skelette sehen auch gut gruselig aus. Mensch, hier geht's ja noch weiter. Vielleicht finden wir doch den Schlüssel. Das wäre ja nicht zu verachten.
So. Immerhin gibt es hier nochmal eine Truhe. Ach, und da sind auch Bücher zum Lesen. Ich behaupte fast, die Bibliothek gefunden zu haben. So, und dich da oben machen wir einfach wieder mit den Pfeilen fertig. In gewohnt böser Manie. Probier einfach nahe zu kommen, du schaffst es nicht. So. Die schreien aber auch mies. Alles klar, dann können wir hier die Truhe nochmal öffnen. Finden Dietriche und einen Schlüssel. Mensch, fantastisch. Und hier ist noch so ein Schalter. Aha. Mensch, da habe ich mich wahrscheinlich so im Hinterkopf noch so ein bisschen erinnert, dass irgendwas in der Art hier sein musste. Skelette. Naja, gut. Zack, kaputt. Skelette sind üble Gegner, weil die kämpfen halt mit Waffen. Ah, seht ihr? Eieiei, wenn sie beide treffen, dann tut das gut weh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, wie knapp das war. Dann tut das nämlich gut weh, wenn sie beide angreifen. Ah, ich würde das schon gern ausheben. Na gut, also nochmal heilen. Und Skelette sind halt so wie menschliche Gegner, die können ausweichen. Und ausweichende Gegner sind leider Gegner, die Kacke sind. So. Geh kaputt, Mensch! So! Geh kaputt, Mensch! Kaputt! So, jetzt heißt es du gegen mich, Skelett! Oh, das war wieder knapp. Aber es hat geklappt. Das war aber, ich sag mal, eine Sache von einem Schlag, dass wir ins Gras gebissen hätten. Uiuiui. Spannende Kiste heute, ne? Muss da mal zugeben. Also heute ist mal echt spannend, so. Jetzt bin ich aber auch sehr, sehr neugierig, was denn hier überhaupt so in diesem geheimen Raum so rumliegt. Patronen? Aha. Einfach ein paar gute Heiltränke. Dagegen hat man eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Und da liegen ja wahrscheinlich ein paar Mana-Tränke drin. Mal schauen. Ja, na klar. Etwas für den Magier, etwas für den Kämpfer. Zum Glück sind wir beides in einem. Vielleicht gönnen wir uns auch mal ein wenig Literatur. Ha, interessant. Dieses Spiel wurde von den Piranhas gemacht. Mhm. Whisky ist lecker. Ja, also was steht da drauf auf diesen Pergamenten? Wir haben, nehme ich einfach mal an, den Schlüssel jetzt für die Truhe da oben und können so auch die Quest mit Lester beenden und haben nicht nur den Fokusstein. Großartig. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass man einen Telekinese-Zauber in der Truhe zusätzlich findet. Damit man quasi auch, wenn man nicht vorher Telekinese gezaubert hat, hier nicht so ein wenig ratlos steht. Besitzurkunde, Elixier magischer Kraft. Ah, doch, kein Telekinese-Zauber. Na gut. Aber die Besitzurkunde, die wir jetzt gleich Lester geben, gucken wir mal rauf. Ich, Bergmar Burggraf zu Westfeld und meines Herrn zu
Thymoris, Landrichter über das Gut in dem Gebiet um Korinnes gelegen, tue kund, dass ich dem Besitzer dieser Urkunde und dem Innos-Haus daselbst das Lehen auf diese Bergfeste mitsamt weiteren Zehnten und allen dort befindlichen Minen aufgegeben und verkauft habe um 400 Pfund Gold. Erwache! Lester, ich hab ja was für dich. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Ach, sieh an. Da hat er uns also Telekinese gegeben, oder? Nur kurz nachprüfen. Haben wir jetzt Telekinese-Zauber? Haben wir sie? Ja, 4 Stück. Gut. Damit hätten wir das Rätsel quasi lösen können, hätten wir die Quest mit Lester vorher beendet. Wir haben den Fokus ja schon bewegt. Das heißt, das ist für uns jetzt alles überhaupt gar kein Problem. Wir klettern hier einfach runter, verlassen die Feste und sammeln den Fokus auf, der hier zweifelsohne irgendwo unten liegt. Fokus aus der Bergfestung, großartig. Lester, hast du noch irgendwas zu sagen? Oder haben wir dich jetzt hier schon wieder gebeamt? Man weiß es immer nicht so ganz bei diesem großartigen Spiel. Dürfte eigentlich auch egal sein. Ich meine, wir teleportieren uns jetzt eh gleich weg quasi zu Satoras, um den letzten Fokus abzugeben und wieder 500 Erfahrungspunkte zu hamstern. 10 Lernpunkte haben wir. Wie viel? Ah, noch 2000 Erfahrungspunkte. Dann müssten wir eigentlich gleich das nächste Level kriegen. Könnten wir direkt in Stärke investieren, damit unsere Angriffe ein wenig mehr Schaden machen. Ne, hier steht er gar nicht. Dann gucken wir nochmal oben. Weil ein bisschen mehr Schaden kann gar nicht schaden. Und sollte nicht zu unserem Schaden gereichen. Hahaha. Nun ja, die Witze waren auch mal besser. Aber hey, man muss ja auch erstmal wieder reinkommen mit diesen ganzen Let's Play-Sachen. Da bin ich ja schon fast aus der Übung. 2 Wochen kein Let's Play und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, wo ist denn der Kerl? Ach, dann ist es uns jetzt auch egal. Teleportieren wir uns zurück zu den Wassermagiern mit dem Teleport-Zauber. Und ohne Mana. Da geht das schlecht. Also vorher noch ein wenig Nahrung zu uns genommen. Irgendwas, was Mana gibt. Zum Beispiel Drachenwurzel. Ja, warum nicht? Knabber, knabber. Und Teleport zu den Wassermagiern. Wupp.